Wenn man gerade nicht in den Urlaub fahren kann, dann liegt das meist am Unistress. Da kann man schon ganz schön den Durchblick verlieren. Meist geht das aber wieder vorbei und man schafft die Klausuren doch noch. Was aber, wenn man das alles gar nicht mehr will? Genau darum geht es in unserem nächsten Beitrag. Jens Gößling ist ein passionierter Tätowierer aus Bielefeld und hat sein Modestudium für den Traum vom eigenen Tattoo-Laden an den Nagel gehangen. Die Tätowiernadel ist das Arbeitswerkzeug von Jens. In seinem Studio in Bielefeld steht er fast täglich und kümmert sich um die Wünsche seiner Kunden. Seit mehr als einem Jahrzehnt sticht er kleine Kunstwerke mit Tinte und Nadel und verschönert damit sämtliche Körperteile. Doch der 39-Jährige hat auch noch andere Leidenschaften. Schon von klein auf interessiert er sich für Mode. Deshalb entschied er sich neben seiner Ausbildung zum Tätowierer, ein Modestudium in Bielefeld zu beginnen. Ich hätte das Tätowieren nie aufgegeben, es war nur einfach Neugier. Und dann habe ich halt parallel, habe ich halt einfach mal auf gut Glück eine Mappe gemacht und habe mich beworben und dann ja, wurde ich halt sofort genommen irgendwie und dann habe ich das halt parallel gemacht. Und das war natürlich sehr stressig, dass man neben dem Studium hatte ich den Laden noch und ich habe dann halt nicht um 11 angefangen, sondern dann irgendwie je nach Kursen um 2 oder um 4 und habe dann halt nicht bis 9, sondern teilweise bis 12 Uhr nachts gearbeitet. Neben dem Hantieren mit der Tätowiernadel gehört für Jens seit vielen Jahren der Umgang mit Stift und Papier zu seinen liebsten Tätigkeiten. Während des Studiums arbeitete Jens bereits in einem Tattoo-Laden. Nach 2 Semestern entschied er sich ganz für seine Arbeit als Tätowierer und hing die Modekarriere an den Nagel. Und zurück zur Uni? Das kommt für Jens nicht in Frage. Seine Studienzeit bereut er trotzdem nicht. Ich bin halt froh, wenn man halt einfach Sachen auch abhakt für sich. Und jetzt habe ich das abgehakt, also nicht die Schule oder irgendwas, sondern einfach, dass ich wusste, okay, das hat mir Spaß gemacht und ich glaube, hätte ich das früher gemacht und hätte mich nicht fürs Tätowieren oder für die Musik entschieden, hätte ich da bestimmt auch irgendwie meinen Weg gemacht, aber jetzt ist quasi dieser Dämon weg. Obwohl Jens sein Studium abgebrochen hat, ist er dennoch froh, es versucht zu haben. Schließlich ist er heute glücklicher Inhaber eines Tattoo-Studios und erfolgreich damit. Ein Studienabbruch muss also nicht unbedingt ein Misserfolg sein. Dadurch, dass er erkannt hat, was er nicht möchte, hat Jens zu seinem Traumberuf gefunden.